Mal gucken, ob ich es in zwei Teile reißen kann. Hau ruck! Ha! Geschafft! Mal gucken, ob ich es in zwei Teile reißen kann. Hau ruck! Ha! Geschafft! Hallo. Ah, du hast die Pest. Lass mich in Ruhe, Kreatur der Nacht. Aber... Okay, warum terrorisierst du mich von allen Lebenden, die auf diesem Erdenrund wandeln? Warum ausgerechnet mich? Na, hör mal. Was hab ich denn getan? War ich denn so ein schlechter Mensch? Schon gut, schon gut. Ich geb's ja zu. Ich bin nicht perfekt. Ich bin gar kein Engländer. Ich bin Österreicher. Was? Hier... Nimm die Fish and Chips. Damit ist mein Gewissen wieder rein. Und jetzt halt dich von mir fern. Meine Seele bekommst du nicht. Wow, jetzt weiß ich, wie sich Ozzy Osbourne fühlen muss. Ich pack das Zeug mal aus. Fish und Chips. Und nichts weiter, nur noch das fettige Zeitungspapier. Nanu, die Gartentür quietscht ja gar nicht. Irgendwie zerstört das die unheimliche Atmosphäre. Immerhin ist das hier doch ein Hexenhaus. Oh, was für ein süßes kleines Mädchen. Ein kleiner Junge. Was hat der hier nur verloren? Ein Pestkranker! Verschwinde, du Freak! Gretel, so kenne ich dich ja gar nicht. Oh je, meine Tarnung ist aufgeflogen. Na, jetzt ist es auch egal. Ich bin gar nicht Gretel. In Wirklichkeit bin ich... Gretorella! Was? Ja, richtig gehört. Gretorella! Mein Plan war bis ins Kleinste durchdacht. Aber du musstest ja kommen und mir dazwischen funken. Worum geht es hier eigentlich? Verstehst du es immer noch nicht? Ich war es, der unsere Eltern getötet hat. Ja, ich allein. Weder Hänsel noch Rotkäppchen haben mir dabei geholfen. Ich war es auch, der die falschen Fährten gelegt hat. Die Spuren im Blumenbeet. Die Hexenhaare auf dem Flukati-Teppich. Stopp, stopp, stopp. Das wird mir alles gerade deutlich zu skurril hier. Ich verstehe kein Wort. Und lustig finde ich das auch nicht. Aber... Nein, ich habe wirklich schon genug gehört. Willst du denn gar nicht wissen, was... Na, hein. Aber... Oh nein, der edle Herr leidet ja an der Pest. Warum trifft es immer nur die Besten? Warum nicht mich, Herr, warum nicht mich? Wenn ich irgendetwas tun kann, um Ihre Bürde zu erleichtern, dann lassen Sie es mich wissen. Bitte, Sir. Dieses Zeitungspapier glänzt vor Fett. Gute Idee. Ich wickle die Pestbeule hier ein. Das Päckchen sieht noch nicht besonders einladend aus. Ich bezweifle, dass das jemand haben will. Hänsel. Erstmal sollte ich es an jemand adressieren. Gute Idee, aber von alleine hält das nicht. Okay, jetzt muss ich nur noch etwas finden, wo ich das draufkleben kann.
Jetzt ist das Paket an Hänsel adressiert. Jetzt noch eine Schleife drum. Haha, fertig ist das Geschenk. Na, da wird sich aber einer freuen. Ein Geschenk? Für mich? Das kann ich unmöglich annehmen. Nun nimm schon, bevor ich es wegschmeiße. Danke, edler Herr, danke. Oh, eine Pestbeule. Endlich etwas, das mir gehört. Sehr aufmerksam von euch, edler Herr. Das war ja klar. Nicht einmal eine Pestbeule will bei mir bleiben. Tja, und ich müsste dann auch mal wieder. Hallo, Gretel. Oh, du bist zurück. Du hast eine Pestbeule im Gesicht. So, hilf mir doch! Die Beule frisst mich auf! Ich weiß nicht. Gibst du mir dann endlich den Besitz der Leiterin des Freudenhauses? Ja, ja, natürlich! Aber befreie mich endlich von diesem Pestfurunkel! Das wollte ich hören. Ich hörte, du hast etwas, das der Leiterin des Freudenhauses gehört. Ja, aber ich gebe es nicht her! Du fieses, kleines Gör. Gretorellas Rache ist furchtbar! Hallo, Gretel. Oh, du bist zurück. Und diese Freundin von dir, hast du die auch auf dem Gewissen? Rotkäppchen? Nein, Rotkäppchens Ableben war ein bedauerlicher Unfall. Eigentlich war ihr eine andere Rolle in meinem Plan zugedacht. Und das Blumenpflücken war nur ein kleiner Teil davon. Wer konnte denn ahnen, dass sie gegen Wespen allergisch ist? Aber Gretorellas! Komm zum Punkt. Wir haben ihre Leiche im Kompost verscharren müssen. Ich hörte, du hast etwas, das der Leiterin des Freudenhauses gehört. Ja, aber ich gebe es nicht her! Ha? Du fieses, kleines Gör. Gretorellas Rache ist furchtbar! Eine grüne Tomate. Igitt, nein, die ist ja noch gar nicht reif. Die Hexe hat einen modernen Hochdruckofen mit Quecksilberanzeige. Sehr fortschrittlich. Ein kleiner Komposthaufen. Ich soll in den Gartenabfällen wühlen? Na, wenn es unbedingt sein muss. Oh, da war tatsächlich etwas im Kompost versteckt. Ein Schädel mit einer roten Kapuze? Was in aller Welt ist hier passiert? Die hilft beim Sehen, nicht beim Reden. Guten Tag. Oh, ein Kunde. Was kann ich für dich tun? Was ist das hier? Eine Art Kräuterapotheke? Kräuterapotheke? Willst du mich beleidigen? Was soll denn das sonst sein? Ein Bioladen? Hör mal, Schatzilein. Das hier ist ein Hexenhaus. Ich heiße Lanze. Ja, wie auch immer. Merkst du nicht, wie einschüchtern gruselig hier alles ist? Ohoho! Ich finde es nicht sonderlich gruselig hier. Ach ja? Monsieur Unerschrocken spielt wohl wieder den starken Mann. Da bin ich aber mal gespannt.
Was verdirbt denn dem kleinen, tapferen Ritterlein die Gruselstimmung? Müsste es nicht Hi-Hi-Hi heißen? Du klingst eher wie der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann? Ja, oder ein Clown im Zirkus. Clowns sind aber auch gruselig. Im Vergleich zu dir sind selbst Eichhörnchen gruselig. Puh. Ich finde es hier viel zu hell. Da sieht man mal, dass du keine Ahnung hast. Wie sonst könnte man die ganze gruselige Inneneinrichtung erkennen? Welche gruselige Inneneinrichtung meinst du genau? Die Art Dekosalzstreuer oder die Cutie Kitty Fußmatte? Nur zu deiner Information. In der Sprechblase steht Böse Kitty. Es fehlt definitiv an Ungeziefer. Ach ja? Und was ist mit den Blattläusen? Den was bitte? Na, den Blattläusen. Auf dem Gänseblümchen da drüben. Ist das etwa kein gruseliges Ungeziefer? Ich nehme alles zurück. Nicht einmal die Gartenpforte quietscht. Tatsache. Also das ist mir jetzt wirklich peinlich. Für sowas kann einem die Hexenlizenz entzogen werden. Kannst du mir einen Gefallen tun? Hat es etwas mit Bambusröckchen zu tun? Was? Nein, keine Angst. Ich gebe dir dieses Antiöl. Ein Spritzer auf das Scharnier sollte die Pforte wieder zum Quietschen bringen. Alles klar, wird erledigt. Guten Tag. Ah, hallo Lanze. Kennst du dich mit Pestbeulen aus? Natürlich. Ich habe sogar meine Abschlussarbeit über Pestbeulen geschrieben. Es gibt ein Heilmittel. Und da du nicht selbst der Patient bist, darf ich es dir sogar verraten. Jetzt geht's los. Vitamine. Bring mir irgendwas mit viel Vitaminen drin und ich brauche dir ein Gegenmittel. Bin schon unterwegs. Die Besitzerin des Freudenhauses schickt mich, ihr Aphrodisiakum abzuholen. Ah, der Stechapfel. Tja, da hast du leider Pech. Die Apfelstecher befinden sich gerade im Streik. Ach, das gibt es doch nicht. Kann hier nicht mal irgendwas auf Anhieb klappen? Du könntest ja selbst Äpfel stechen lassen. Hä? Ach, bring mir einfach einen gestochenen Apfel und ich mache dir daraus ein prima Aphrodisiakum, okay? Ein gestochener Apfel, also... Na gut. Wozu ist diese Kugel da? Damit kann ich in die Zukunft sehen. Beziehungsweise ich könnte, wenn die Kugel sauber wäre. Zu dumm, dass die Waisenkinder dieses Jahr so dürr ausgefallen sind. Nichts reinigt Glas und glatte Flächen so gut wie Kinderfett, weißt du? Schon gut, bis später. Ja, bis später. Gut gemacht. Daraus kann ich dir tatsächlich das magische Heilmittel gegen die Pestbeule brauen. Orangensaft. Hier, nimm das, das vertreibt die Pestbeule. Hey, danke. Das hat hier tatsächlich mal funktioniert. Hier, wie vereinbart. Du bekommst den Besitz der Bordelloma zurück. Hallo da drüben.
Das Schaf führt gerade seinen Trick vor. Es tut doch gar nichts. Das könnte man meinen. Aber wie erklärst du dir, dass ich noch kein einziges Mal die Murmel gefunden habe? Warum sitzt du hier so grübelnd rum? Ich spiele gegen dieses gerissene Schaf hier. Aber ich verliere jedes Mal. Ich vermute eine Art Trick. Aber ich komme einfach nicht dahinter. Wie schafft es das nur immer wieder? Du verkaufst Kartoffeln? Ich dachte, die werden erst gegen 1555 von Francis Drake aus Chile importiert. Ja, du hast leider recht. Es ist nie gut für den Markt, wenn die Ware noch nicht entdeckt wurde. Und ausbaden muss es immer der Einzelhandel. Kann ich mir denken. Wie kommst du überhaupt über die Runden? Ich benutze einen Ersatz. Erdäpfel. Erdäpfel? Na ja, erdige Äpfel. Aber auch die gehen mir langsam aus. Sag bloß niemandem etwas davon. Ehrenwort. Danke. Du bist ein guter Mensch. Hier, nimm einen Erdapfel. Was anderes habe ich leider nicht. Stopp. Nur reiche Leute. Ach so. Moment mal, da steckt ja eine Pappe drin. Die Früchte sind ja nur aufgemalt. Kein Wunder, dass das Ding nicht funktioniert. Gute Idee, ich nehme die Pappe mit den aufgemalten Früchten heraus. So, besser. So eine Orange am Spieß wäre sicher was Feines. So, ich habe sie auf den Spieß gesteckt. Nein, dafür ist er mir zu schade. So eine Tomate am Spieß wäre sicher was Feines. So, ich habe sie auf den Spieß gesteckt. Nein, dafür ist er mir zu schade. Nein, das esse ich lieber mit den Händen. Nein, dafür ist er mir zu schade. Was soll das bringen? Okay, ich nehme ihn lieber wieder auseinander. Ein Spieß für die Zivilisation. So eine Orange am Spieß wäre sicher was Feines. So, ich habe sie auf den Spieß gesteckt. Nein, dafür ist er mir zu schade. Lieber nicht, mit dem Schwert würde ich es nur kaputt machen.